Hey da draußen, hier ist der Strong von Strong & Flex TV. Heute bin ich im Gym und ich zeige euch meinen Mobility Drill vor Kniebeugen. Diese Mobility Drills sollen dir jetzt helfen, deine Kniebeugetechnik zu verbessern. Gleichzeitig dienen sie uns als kleines Warm-up und sie sollen Kompressionen in unserem Körper lösen. Diese Kompressionen werden vom zentralen Nervensystem wahrgenommen und sie senken unsere Leistungsfähigkeit. Also geht es auch darum, die Leistungsfähigkeit zu steigern. Kommen wir kurz zu den drei Hauptgelenken, die die Kniebeuge maßgeblich beeinflussen. Das ist die Hüfte, das Knie und das Sprunggelenk. Meistens sind Hüfte und Knie in Ordnung von der Beweglichkeit her. Das kannst du auch selber kurz rausfinden, indem du deine Beine jeweils 45 Grad abspreizt, also insgesamt hier 90 Grad Winkel hast. Wenn dir das ohne Probleme möglich ist, hast du eigentlich die ausreichende Beweglichkeit in der Hüfte, um die Kniebeuge machen zu können. Ziehst du dein Knie oder deinen Fuß so nah es geht an deinen Körper ran, wird der Kniewinkel auch immer kleiner. Wenn dir das auch ohne Probleme auf beiden Seiten möglich ist, hast du auch im Knie die ausreichende Beweglichkeit. Das größte Problem ist das Sprunggelenk. Deswegen sind meine Drills auch so ein bisschen mehr auf das Sprunggelenk ausgelegt. Dabei vergesse ich aber nicht, dass der Körper als Ganzes funktioniert und ich auch über die komplette Backline arbeiten muss. Okay, starten wir die Routine. Zieh deine Schuhe bitte aus. Deine Drills machen wir in Socken. Später die Kniebeugen mache ich in Barfußschuhen. Ich habe irgendwie nicht so Lust, mir die fetten Keile drunter zu hauen. Vielleicht denkst du mal drüber nach, was für ein Schuhwerk du nimmst zum Kniebeugen. Wenn du im Besitz eines Blackballs oder einer Blackroll Mini bist, würde ich dir empfehlen, jetzt deine Fußsohle und deine Wade bzw. Achillessehne kurz auszurollen. Ungefähr 30 Sekunden in schnellen Bewegungen wird schon mal deine Beweglichkeit im Sprunggelenk ein bisschen voranbringen. Ansonsten startest du mit der Hocke. Ungefähr 2 bis 3 Minuten wirst du jetzt hier unten in der Hocke verbringen. Die Hocke ist eigentlich eine natürliche Ruheposition, sollte uns jetzt nicht dermaßen anstrengen. Ich merke vorne trotzdem einen großen Kompensationsstress, weil einfach die Beweglichkeit im Sprunggelenk nicht da ist. Bei mir die Schienbeinmuskulatur viel stärker arbeitet. Ansonsten kannst du hier unten schon mal für den Deep Squat die ein oder andere Fehlstellung deines Körpers beobachten. Wenn du deine Fersen nicht runterbringen kannst, ist es gerade noch mal umso wichtiger, deine Sprunggelenke schön mobil zu kriegen. Denn wenn du später Knie beugst und deine Ferse nicht schön unten ist, beziehungsweise dein Knie nicht ausreichend nach vorne kann, wird dein Rücken rund sein. Bist du in der Lage, deine Knie nach vorne zu schieben, kannst du auch deinen Rücken gerade halten und die Belastung ist nachher da, wo sie sein soll, in deinem Bein und nicht in deiner Armwirbelsäule. Zum Stand von der Hocke, etwa schulterbreit, Füße leicht ausdrehen, da gibt es für mich jetzt in der Hocke noch kein falsch und kein richtig. Nimm da die Position, die für dich komfortabel ist. Hast du die 2 bis 3 Minuten überstanden, fängst du an, mit den Ellbogen deine Knie leicht nach außen zu drücken. Dazu will ich einfach jetzt nur noch mal kurz in die Hüfte reinarbeiten. Du solltest ein Ziehen in der Innenseite merken. Wenn das nicht so ist, bist du dort top beweglich, auch völlig in Ordnung. Ungefähr 30 bis 60 Sekunden immer wieder die Knie nach außen drücken und dann abwechselnd ein Knie langsam nach unten bringen. Versuch bitte deine Ferse immer auf dem Boden zu lassen, heb nicht ab. Das bringt jetzt auch noch mal einen guten Stretch in die Hüfte rein, auch hier 30 bis 60 Sekunden. Wenn du das geschafft hast, geht es weiter in die Rumpfbeuge bzw. von der Kniebeuge in die Rumpfbeuge. Dazu greife ich mit den Händen an mein Sprunggelenk, drücke die Knie so gut ich kann durch und gehe wieder runter in die Hocke. Einfach hier, um die Beweglichkeit in der Rückseite noch mal ein bisschen aufzumachen. Auch bei der Kniebeuge brauchst du eine gute Beweglichkeit in der Körperrückseite. Deine Beinbeuger werden auch trotzdem mitziehen. Die werden in der Belastung jetzt auch in ihrer Funktion in der Hüftstreckung arbeiten. Auch hier ungefähr 30 bis 60 Sekunden. So, jetzt gehe ich noch ein bisschen mehr aufs Sprunggelenk ein. Dazu gehst du in den Fersensitz. Versuchst einfach mal den Po so tief du kannst auf die Ferse zu bringen. Das wird jetzt hier deine Sprunggelenke auf der Vorderseite etwas aufdehnen. Je nachdem, wie viel Druck du hier nach hinten gibst, je mehr du dich zurücklehnst, ist der Druck im Sprunggelenk größer oder höher. Und das kombinieren wir mit der Gegenbewegung. Das heißt, ich gehe einmal hier nach hinten, lehne mich dann nach vorne,
bringe meine Zehenspitzen so nah es geht Richtung Schienbein auf den Boden und drücke mich dann zurück in die Hocke und komme wieder nach vorne. Wir wollen jetzt ja vor der Kräftigungsbelastung in den Kniebeugen nicht lange dehnen, um den Tonus nicht rauszunehmen, sondern wir wollen einfach nur unsere Gelenke und Bänder mobilisieren, dass wir auch nachher in der richtigen Technik arbeiten können. Deswegen dieses Spielchen hin und her. Auch hier ungefähr 30 bis 60 Sekunden. Ich mache das gerne ein bisschen länger, weil sich das einfach für mich total gut anfühlt und ich da merke, okay, da wird das Sprunggelenk wirklich freier. Okay, kommen wir zum letzten Drill. Hier wollen wir nochmal die komplette Vorder- als auch Rückenlinie deiner Faszien mobilisieren, um dann nachher für die Kniebeugen perfekt performen zu können. Dazu gehst du einmal aus dem Kniestand in den herabschauenden Hund, versuchst die Ferse schön tief auf den Boden zu drücken, den Kopf zwischen die Arme, dann wechselst du nach vorne und schiebst die Hüfte nach vorne durch, die Schultern tief und beugst die Knie etwas an, dass wir auch ein bisschen Stretch in den Oberschenkel kriegen. Wichtig ist dabei, wenn du anziehst, soll der Po nicht raufgehen. Du lässt die Hüfte schön durchhängen, ziehst die Schultern tief, der Blick geht nach vorne. Beziehungsweise kannst du auch den Mund gerne ein bisschen öffnen, um die Spannung hier aus dem Nacken rauszunehmen. Und dann schiebst du dich wieder zurück und gehst in den Hund. Und auch zwischen diesen zwei Positionen munter hin und her wechseln. Ungefähr 30 bis 60 Sekunden. Du hast auch die Möglichkeit, zwei, drei Atemzüge in einer Position zu bleiben. Also ausatmen, kurz rein, ausatmen, kurz rein und dann in die andere Richtung. Um das Ganze ein bisschen zu forcieren. Danach gehe ich direkt schon ans Quad Rack und mache den ersten Warm-Up-Satz. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, bitte Daumen nach oben für das Video. Abonnier uns, falls du es nicht getan hast. Direkt nach dem Abonnieren kannst du auf unserer Kanalseite neben dem Abonniert-Button auf so ein Zahnrad klicken, dann Haken in die Box setzen, dann kriegst du auch immer eine Information, wenn wir ein neues Video hochladen. Wenn du mit der YouTube-App unterwegs bist, dann einfach auf diese Glocke drücken, dann passiert genau das Gleiche. Schau auf jeden Fall mal vorbei auf unserer Webseite, auf meingesunderkörper.de, da haben wir bisher ein Rückenprogramm online, Google Plus und auf jeden Fall auf Facebook und lass da auch ein Like da. Ansonsten kannst du hier eins unserer letzten Videos reinziehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.